Beim neuen Video von Lakim LOL. Wir fahren jetzt ein bisschen rum. Ich weiß noch nicht, was in diesem Video passieren wird, aber wir werden sehen. Okay, endlich Inneneinrichtung. Geil. Okay, nicht die komplette. Was meint ihr? Wir schauen uns das an. Hier ist es so knapp mit diesem Flachbau. Also erstmal gönnt euch diesen. Alter, der sieht mega aus. Junge, was meint ihr? Der Huracan ist natürlich bekannter, aber der hat dafür gar keine Innenausstattung. Oh, sorry. Oh, meine Nase. Meine Nase. Naja, lass uns weitermachen. Ich glaube, jedem plackt mal die Nase. Die sehen geil aus.
So. Junge, dieses ganze Tuning hat 500.000 gekostet. Das ist so teuer. Ich hoffe, das hat sich rentiert. Mit Glück ab vor der Polizei muss man aufpassen. Die ist richtig scharf. Finde ich jetzt nicht so mega. Wenn das echt wäre, so hier. Hier ist er von der Fahrbahn abgekommen. Eins will ich mal gucken beim Bus. Ja, mal wieder. Mal sehen, ob das Licht wirklich rot ist. So, jetzt gehen wir mal in eine dunkle Map. Immer was ausprobieren. Das ist irgendwie blöd. Sie hat eine ganz normale Frage. Einfach nur beim Straßenrand, ja, genau.
so die Farbe der, keine Ahnung, bringt nichts. Rights, Windows. Ich muss kurz überlegen. Ich muss kurz überlegen, welche ich nehme. So. Oh, mein Handy ist ja schon total heiß. Hey, der hat eine Innenausstattung. Cool. Das ist kein mit dem Geld gekauften BMW. Jetzt müssen wir mal gucken. Und wenn der eine Innenausstattung hat, dann raste ich aus. Der hatte nämlich noch nie eine Innenausstattung. Das ist ungemütlicher Wagen.
jetzt was nach viel Leistung braucht. Ja, das ist ein gemütlicher Wagen. Hat er etwa neuerdings eine Innenausstattung? Lass uns das zu einem Rallye-Auto machen. Aber erst gucke ich, ob er eine Innenausstattung hat und wie viel Leistung der hat. Leistung hat er genug. Er hat eine Innenausstattung. Natürlich eine sehr magere. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Innenausstattung haben. So, mal links abgebiegen. Wow. Oh, das ist cool. Wer will gegen mich ein Rennen fahren? Oh Mist, auf die Straße. Oder zu viel Leistung. Welches Auto kaufen? Wer bist du? Wer will gegen mich ein Rennen fahren? Junge, dieses Jeep verkauft es schon. Oha, ich schläge vor, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. Aber safe, der wird einhauen. Nee, der wird nicht einhauen.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. So. So, Hexboiler wird auch weiß sein. Also erstmal tiefer legen den BMW. Wie wird der jetzt reagieren? Vom Aussehen her. Also der ist natürlich flacher. Junge, was haben wir mit dem gemacht? Natürlich die Lenk. Achse gehörig einstellen. So, so. So. Felgen. Wir hauen dann natürlich richtige. Alter, das sind, ich weiß es, das sind BMW-Felgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bam, reinhauen, 20.000 weg. So. Mal hier die Privatsphäre weg. Die brauchen nämlich keinen Mensch. Ich weiß in dieser Rallye nicht. So, gibt es hier irgendwas? Ja, okay. Gut. Fangen wir erstmal mit. Was sind die? Erstmal mit Blau. Drehen. Blau kopieren. Dahin. Drehen natürlich. Wohin hier? Ich mache mal hier einen Haken. Okay, ein bisschen nach da. Hoch. Von der Tür. Oh. So, Haken. Gut, passt. So, aber was mir. So, und jetzt das Ganze in Rot.
richtig knalliges. Bam, Junge. Okay, das können wir später mit Weiß abdecken. Kopieren. Hier ist natürlich alles andersrum. So, was meint ihr, Jungs oder Mädchen? Was meint ihr? Das Dach wird dann rot. Ja. Also erstmal hier mit Weiß abdecken. Machen wir mal schwarz. Machen wir mal hier ab. Ah. Hier gleich auch mal schwarz geworden. So, dann kommt hinten, also ich finde den schon rallye-mäßig. Also Sportfelgen sind dran von BMW. BMW-Logo. Wir können da noch, so ein Rennstreifen, Junge. Was sagt euch der Rennstreifen? Nee. Ich schau mal kurz was nach. Also es reicht komplett. Also es muss nicht so sein wie im Original, aber gut, dann habe ich glaube ich nichts mehr zu verändern. Außer hier vielleicht Text, BMW. Bindestrich. Team. Wie gesagt, dass wir hier das BMW-Team drauf tun, das hier kopieren und dann das hier, ich weiß, hier so. Ich weiß, dass es andersrum ist, das drehen wir jetzt auch. So, bam, Junge. Was meint ihr, BMW-Team? Und würden wir, hoch, ist das? Junge, ist richtig geil.
Vorne haben wir nichts, hinten auch nichts, aber eine Seite habe ich, würde hier hinten irgendwie ein Nummernschild. Ah ja, vorne kann man auch, dass wir hinten vielleicht so gelb machen. So ein Gelb. So. Gleiche Nummernschild kopieren. Boah, Junge. Dann würden wir hier BMW. Wenn einer anderen Schrift. Junge, da können wir in Zukunft Busse machen. Dieser Schrift, wenn es. Oh, wisst ihr, was cool wäre? So ein Bus. So kopieren. Erstmal hier lang schieben, so. BMW haken. So. BMW-Team würde ich mit einer anderen BMW-Team nicht so. So. Ja, komm, lass das machen. Oh, Junge. Was haben wir mit dem Wagen gemacht? Der ist jetzt safe ein bisschen, sagen wir so, der sieht ein bisschen sportlicher aus als vorher. Gefällt ist der Radius, also wie er um die Kurve fährt. Der muss viel kleiner sein. Ist ja schon aufs Kleinste. Dann muss ich die Lenkempfindlichkeit weniger machen. Stellungen. Ja, auf das hier. Ja.
irgendwie der Stoff geht. Mein Gott. Was meint ihr? Junge, das war's wert. BMW-Team, BMW. Ja, Junge, lass uns noch was draufpatschen. Noch Zeichen. Vielleicht finden wir irgendwo ein cooles Zeichen. Nee, ist schwierig. Nee. Damit können wir wirklich Rallye fahren. Junge, ich will meinen Gegner suchen. Was ist mit dem Wagen da? Junge! Könnt ihr mir mal sagen, was mit dem Wagen los ist? Wie krass haben wir ihn denn bitte schon aufgetan? Jetzt ist es einmal. Nun kommt der überhaupt nicht vor. Ich hätte eine Idee, dass wir vielleicht ein anderes Fahrzeug. Es macht so Bock.
Oha. Ich suche irgendein geiles Fahrzeug, was man richtig geil auftun kann. Ich kenne diesen BMW. Der ist in sich. Der hat nicht geile Hexpulle. Ah, man kann hier immer so weit. Der hat wenige Tuning-Möglichkeiten. Der hier, der hat gar keine Tuning-Möglichkeiten. Obwohl, ich könnte ja mal gucken. Der Wagen hier, ja, okay, der hat... Hey, was ist das? Der hat richtig brutale Tuning-Möglichkeiten. Das Ding ist zu brutal. Aber ich suche irgendwie geile Fahrzeuge. Also wo man, wo ich vergessen habe, dass man... Hä? Okay, es ist geil, aber keine 30. Oh, was haben sie damit gemacht? Das hier und jetzt. Ne, Quatsch, das hier ein ganz teuer und das hier ein ganz normal. Wenn wir wegnehmen. Ich bin der ehrlich. Vorne, Junge. Und das Geilste ist hier vorne, Junge. Oh, Junge, was haben die da gemacht? Egal, lass uns weiter umschauen. Der hier hat jede Menge aufzutun. Okay, das für... So viel Geld ausgeben, nicht ein bisschen unverschämt.
Was hat der hier? Kann weiß ich, den weiß ich. Der hat richtig viele. Der hat nicht so viele. Ich finde irgendwie nicht geile Tuning-Möglichkeiten, außer bei dem hier. Das sieht einfach nur zu brutal aus bei dem. Eine richtig viel Wahl. Eine brutale Qual der Wahl. Ist auch nicht mehr die geile Innenausstattung. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so cool. BMW. Oh Junge, was haben die bitteschön mit dem? Was haben die bitteschön mit dem BMW gemacht? Könnt ihr mir mal das erklären? Okay, das finde ich hässlich. Aber Junge. Okay, das finde ich ja noch nachvollziehbar und das. Mich gerade die. Oh. Naja, den. Nur die letzten Fahrzeuge haben wenig aufzutunen. Meine Idee wäre, nee, lassen wir es. Wir nehmen uns wieder irgendein Fahrzeug. Was nehmen wir? Ist so ein standardisiertes, falls ihr wisst, was ich meine. Obwohl so ein fetter Brocken. Okay. Ihr habt's alle gesehen, oder? Ihr habt's alle gesehen. Sagt, dass ihr es alle gesehen habt. Was war das gerade eben? Was haben die da bitte schön mit den Fahrzeugen gemacht? Ich will mal kurz was gucken. Okay, einer. Aber diese Riesenpackung für 70 Euro, das ist eindeutig überteuert. Lass uns mal ein bisschen durch die Gegend tuckern. Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber... Ich finde SUVs nicht so geil, wenn man da nicht, also nichts gegen die, die SUVs mögen. Ich mag ja auch SUVs, das Aussehen und so weiter. Aber man hat da nicht so einen, also man hat da schon einen Überblick, aber man hat da nicht so einen Überblick, den ich haben will. Ich will fest mit der Straße verknüpft sein, dass ihr versteht, was ich meine.
Smart. An den kann ich mich noch erinnern. Das ist das Lieblingsauto meines Freundes. So, dann fahren wir mal klassisch. Alles das winzig. So schrecklich. Kann man das nicht abstellen? Ah, was habe ich denn hier eingestellt? Erster Gang. Man muss das ESP ausschalten, damit man driften kann. Erstmal alles wieder. ESP, ABS. Habe ich eine richtig geile Idee. Jetzt habe ich eine richtig geile Idee. Hier irgendwo so ein Hochwagen. Ja, ist hinten. Der hier. So, Heckspoiler. Ich finde, der passt ihm nicht. Junge. Ist überhaupt einer? Oh, Junge, komm, den nehmen wir. Okay, die sehen. Und jetzt machen wir mal ESP, ABS und Co. aus. Kein Wunder, dass die Autos schlecht driften. Das ESP. Ups. Und so weiter eingreift. Greift. Nee, aber erst auf dem. Wagen los. Ja,
und jetzt alles ausmachen. Okay, Automatik lasse ich an. Dann werde ich richtig ab ohne ESP. Und was geht denn mit dem ab? Könnt ihr mir das mal sagen? Ich will mir das mal anschauen. Was? Ups, das Bug wieder. Was haben wir hier bitte schön gemacht? Junge, was geht mit dem ab? Junge, die absolute Driftschleuder für 2 Millionen verkauft. Was haben wir da für ein Monster erschaffen? Junge. Oh, dieser glänzende Bugatti. Erinnert... Oh nee, das ist kein Bugatti. Ich dachte kurz.
Der geht aus wie ein Bodyf. Nein, kein Bodyf. Was geht denn bei dem ab? Könnt ihr mir mal sagen, was bei dem abgeht? Wie getan. Junge, was haben wir für ein Ding? Nee, ich muss noch ein Foto machen. Ja, okay, ich bin durchgefahren, aber mache ganz vorsichtig. Das ist ein Driftmonster. Hä? Junge, schaut mal genau. Schaut mal genau hier hin. Seht ihr es? Nur zu komisch aus. Jetzt geht's wieder. Ja. Wo bin ich? Hallo. Oh, Junge. Habe einen richtig geilen Bug. Wah! Bumm. Einen richtig geilen Bug bei Kappa gefunden. So ein Hammerding. Junge. Ganz ehrlich, mega. Ich habe Lust, was künstlerisch zu gestalten. Was Großes. Ich habe irgendwie Schiss vor großen Dingen. So. Ist man nicht so gesehen, aber...
Junge, was ist das für ein Auspuff? Also an dem kann man viel rumtunen. Ich würde ein bisschen Geld verdienen. Mist, mit dem kann man gar nichts auftunen. Hä? Das ergibt, warte. Warte. Ich weiß nicht, ups, falsche Seite. Ich weiß nicht, das können wir vielleicht als... Oder wir können diese... Also, ich hatte doch diesen Kastenwagen als... Da, hier, so. Okay, da steht Polizei. Ich will... Ups. Aber ich will was... No. Der hat eine Inneneinrichtung. Cool. Soweit ich es gesehen habe. Leistungsmäßig haben wir das Beste vom Besten. Ich mach's. Offroad-Reifen, rein mit dir, rein mit dir. Na bam, jetzt fahren wir, jetzt verkaufen wir das Teil. Das für richtig viel Money. Wie viel Saft habe ich? Jungen, 60%, das ist richtig gut noch. Ich will diese Hände aufstellen. Die gehen mir tierisch auf den Senkel. Haben wir mit dem Teil gemacht. Kann es sein, dass er zu breit ist für die Garage? Nee, der ist zu breit. Nee. So, Park Assistant.
So. Und der Geländewagen sieht einfach mega aus. Oh. Ja, okay, ich bin leicht daran gecrasht. Mega. Okay, der Saft zeigt, naja, an, dass er ziemlich zu ruckeln hat. Lass uns die Hupe nehmen. Ich glaube, der hat schon gemerkt, dass er verfolgt wird. Und Mist, ich bin einfach über ihn rüber gefahren. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie wieder Bock. Lass uns den König der Leistung holen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Den König der Leistung. Die Hände gehen mir ganz schön auf den Boden. Du wisst ja, wie gefährlich. Jetzt ist mit diesem Wagen zu fahren, wenn er ständig umkippt. Hört ihr, auf den kommt das denn jedenfalls?
Ich habe irgendwie Bock auf die Police. Na dann ab in die City 2. Denn dort gibt es ja eine Police Station. Ich hoffe, wir werden dort jede Menge Abenteuer erleben. So, sind die runtergefallen. Gut, wo ist die Police Station? Man klaut mir mein Parkplatz. Oh, das hat gerade geruckelt. Handy hat nämlich ordentlich was zu tun. Ich nehme schon 1,5 Stunden auf. Bravo, der noch bis jetzt hier drin sitzt, also im Spiel ist. Ich habe nämlich nur noch nur 1,5 Stunden. Mal gucken, wie. Oh, geil. Geiler Wagen. Ha! Oh, nicht halt. Hallo! Mir gefällt Ihr Wagen. Ich habe leider nicht genug Geld. Doch, ich habe. Warte, ich habe doch genug Geld. Ich kaufe Ihnen für 500.000 ab. Hören Sie mich? Wo kommen die denn hin? Hallo, wem gehört der Wagen? Kann ich selbst öffnen. Üben. Na, hallo. Hallo, weiß jemand, wem der blaue Polizeiwagen gehört? Kann ich dem Besitzer den Polizeiwagen abkaufen? Niemand hört mich zu. Okay.
Natürlich hat er wieder meinen Plan als ich. Hallo, könnte ich den blauen Polizeiwagen abkaufen für 500.000? Hören Sie mich? Ich verstehe Sie nicht. Fahren Sie bitte links rein. Oder rechts von Ihrer Seite. Bitte fahren Sie rechts rein. Ich würde ihn für 500.000 abkaufen. Bitte. Hallo. Nein. Ich will ihn unbedingt haben. Mir hört leider gar keiner zu. So. Nein. Cool. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr das feiert mit diesem, also wenn euch das gefällt mit diesem, oh, es scheint wieder die Sonne rein, es ist gut. Diesem welchem BMW? Es gab doch dem hier. Wenn es euch gefallen hat mit diesem BMW und auch anderen Sachen von diesem Video, dann lasst einen Daumen da. Oder wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Ich hoffe, es hat, wenn ihr irgendwie so vielleicht mehr interessiert seid auf Gewaltspiele oder so. Also nicht, dass ich das selber spielen darf. Dann schaut doch mal am Kanal Multimedium Gamer nach. Da gibt es dann Gewaltspiele und Horrorspiele. Das ist ein Bekannter von mir, den ich auch sehr mag. Der hat diesen Kanal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Tschüss. Lekim lol.